Ja, hallo, liebe YouTube-Leute. Heute nehme ich mal den Anlass, so kurz vor den Feiertagen, um mich auch mal auf diese Art und Weise vorzustellen und gleich mal ja, meine Tabake 2013 zu präsentieren, die mir am meisten zugesagt haben oder die mittlerweile auch wirklich fester Bestandteil meiner Tabakbar sind. Als erstes fangen wir mal an mit den üblichen. Mein Name ist Mario. Auf Google Plus kennen mich wahrscheinlich schon einige. Ich brauche seit Anfang der 90er Jahre Pfeife mit Unterbrechung. Zwischendurch halt auch viel oder einige Zeit lang gar keine Pfeife geraucht, sondern mehr den Zigarren gefrönt. Was dann jetzt seit knapp einem anderthalb Jahren. Ja, so in etwa, oder 2 Jahre, anderthalb Jahre, ja, mehr oder weniger komplett nachgelassen hat oder eingeschlafen ist. Und ich seitdem halt wieder meine damals noch bestehenden Pfeifen reaktiviert habe, respektive mittlerweile auch einige neue noch dazugekommen sind und so sich das Pfeifenrauchen halt auch einfach wieder intensiviert hat. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ach, fangen wir einfach mit den Tabaken an. Da wäre als erstes zu sagen die HH oder HH-Reihe von Mike Baron, wie immer man das jetzt auch aussprechen möchte. Da sind die meisten dieser Tabak aus dieser Serie gefallen mir sehr gut und ich habe dies Jahr wirklich den Vintage Syrian. Ich mein's, so. Den mittlerweile auch wirklich einige oder viele von euch kennen, schätzen und lieben gelernt, einfach weil es ein Latakia oder Latakia-haltiger Tabak ist, der ja, mir sehr entgegenkommt und meinem Geschmack sehr entspricht. Die Weiche und durch diese Cremigkeit im Rauch. Es ist einfach lecker. Und dann haben wir einen weiteren Vertreter aus der HH-Reihe. Das ist der Major Virginia. Den kennen mittlerweile auch schon viele. Das ist halt vielleicht auch bedingt dadurch, dass ich jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres vermehrt wieder angefangen habe, Pfeife zu rauchen. Für viele wahrscheinlich kein neuer Tabak, aber für mich waren sie in dem Sinne dann doch neu. Und ich bin einfach schlicht begeistert. Allein der Geruch, das ist jetzt eine leere Dose, aber sie riecht trotzdem noch sehr intensiv nach diesem, mich erinnert es sehr stark an Barbecue Tabasco. Irgend so etwas in die Richtung. Und er schmeckt einfach genial. Also, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Der nächste Vertreter aus der Serie ist dann noch der Acadian Perique, den ich auch sehr mag, alleine schon, weil Perique drin ist. Oder Perique oder Perique. Oder wie, ja, je nachdem, wo man sich gerade aufhält, in Frankreich, England oder Deutschland, spricht es, glaube ich, jeder anders aus. Ist ja auch lecker. Kennen auch genug mittlerweile und das sind halt so die HH-Tabake, die mich besonders begeistert haben. Ein Tabak, von dem ich jetzt keine Dose mehr hier habe, ist dann noch aus der HH-Reihe der Old Dark Fired, den ich persönlich von den Vieren am liebsten habe. Weil ich, vielleicht auch geschuldet der Tatsache, dass ich jetzt eine Zeit lang Zigarre geraucht habe, doch unwahrscheinlich auf diese kräftigen, sagen wir es ruhig, auch teilweise nikotinhaltigen, wirklich nikotinhaltigen Tabak abfahre. Und ja, einfach etwas, wie die Amis so schön sagen, diese full-bodied, das liegt mir sehr. Und das ist halt etwas, ja. Rauchen würde ich ihn nicht morgens, das definitiv nicht. Ich habe auch nicht gleich früh morgens nach dem Frühstück mir die stärksten Zigarren zu Gemüte geführt, sondern das ist eher so einer so ab dem späten Nachmittag, also nach dem Abendbrotessen oder
zum Kaffee, zum Tee abends oder irgendwie so. Ähnlich wie der nächste Tabak, der mittlerweile bei mir in der Rangliste doch sehr, sehr weit oben liegt. Das ist der Irish Flake von Peterson, der ähnlich wie der Old Dark Fire auch ziemlich full-bodied ist, allerdings von der Nikotinhaltigkeit noch eine Stufe höher angesiedelt werden kann, meiner Meinung nach, den ich aber sehr liebe. Also ich liebe diesen Tabak wirklich, denn das ist einer, der, ja, den ich nicht jeden Tag rauchen möchte, ganz ehrlich zugegeben, nicht weil er mir zu stark ist oder weil er mir zu streng ist oder weil er einfach zu intensiv auch im Geschmack ist, sondern weil das ist er nämlich nicht, sondern einfach, weil man will ja auch nicht jeden Tag ein Rinderfilet oder ein Entrecôte oder irgendwas essen. Und deswegen, das ist also so einer, den, wenn ich wirklich Ruhe, Zeit, Lust und Laune habe, dann ist das einer der Tabake, die bei mir in der Pfeife landen und dann halt wirklich ganz in Ruhe und ganz entspannt gesmoked werden. So, machen wir mal weiter. Haben wir eigentlich auch gleich schon fast alles durch. Neben dem Marlin Flake von Red Race ist dann noch der Old Gowrie. Kennt, glaube ich, auch jeder mittlerweile. Das sind also diese typischen VA-Tabake. Der eine als Flake, der andere als Ready Wrapped. Die, ja, braucht man nicht viel zu sagen, sind bei mir auch immer vorrätig und sind Tabake, die ich sehr gerne nachmittags zum Kaffee oder so brauche. Also eigentlich auch jederzeit. Ein weiterer Vertreter aus der Latakia oder Latakia-Reihe ist dann der Violaces Selected Blend Nummer 20. Das ist so einer, den ich morgens gerne, weil ich einen ziemlich weiten Fahrweg habe zur Arbeit, wenn ich ins Büro fahre, dann ist das immer so einer derjenigen, die dort gerne von mir verköstigt werden während der Autofahrt, weil er ist A, sehr unkompliziert zu rauchen und B, schmeckt er sehr lecker. Ja, mehr braucht man dazu nicht sagen und der Ralf hat ihn ja schon auf den oder sehr gut vorgestellt. Ja, relativ spät in diesem Jahr von mir entdeckter Flake ist der Dunhill Flake. Den bis oder ja, bisher war eigentlich immer so mit einer der Favoriten, so diese Old Days, diese sogenannten, der Oleg Golden Sliced und der McBaren Navy Flake, die nicht schlecht sind, die auch sehr gut sind, nicht schlechtes Quatsch, aber die sehr gut sind, aber irgendwie, mir geht es jedenfalls so, es ist immer so, dass wenn ich eine Zeit lang einen Tabak geraucht habe, er mir meistens irgendwann in einer gewissen Form überdrüssig wird, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viele verschiedene Sorten da. Ich bin einfach ein Freund der Abwechslung. Und der Dunhill Flake hat mich, den kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Ich habe die Dunhill Tabake bisher eigentlich bis auf den Early Morning Pipe, wer hat den noch nicht geraucht, immer gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht, den Grund kenne ich nicht. Aber der Dunhill Flake hat mich doch sehr angenehm überrascht. Er riecht sehr lecker, schmeckt sehr gut, ist natürlich allerdings dem Namen Dunhill geschuldet, auch dementsprechend teuer. Aber mittlerweile einer von denen, die ich halt immer wieder rauche und der, wenn ich nicht weiß, was ich rauchen soll, mich nicht entscheiden kann, dann ist er derjenige, der an der Pfeife landet, damit ich überhaupt was rauche. So, Ende November war ich ja mit dem Uwe in Lauenburg bei DTM, Schrägstrich Dunpipe, Schrägstrich Dun Tobacco, Schrägstrich was weiß ich. Ich weiß nicht warum, aber bisher, auch in den früheren Jahren, habe ich mit den DTM-Tabaken keinen Kontakt gehabt. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Nie auf dem Schirm aufgetaucht. Na gut, jetzt sind wir Ende November da hingepilgert. Und ja, was soll ich sagen? Das war ein Fehler. Weil seitdem sind einige neue Tabake bei mir aufgetaucht, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und zwei sind dabei, die ich gar nicht mehr missen möchte. Arbeiten wir uns mal von der
Sache her durch. Das ist einer der Treasures of Ireland, der Limerick. Ein sehr leckerer Virginia Flake, unkompliziert, sehr gut. Also mir schmeckt er sehr gut, riecht auch sehr gut und ja, ist mittlerweile auch einer von den Tabaken, die ich wirklich täglich oder fast täglich rauche. Dann, der steht zwar hier nur in meiner Handschrift drauf, der Smooth Latakia von Tom Dansk, diese 40 Jahre Jubilee Edition. Da gibt es ja zwei. Ich habe mich halt für den Smooth Latakia entschieden. Oh, das ist ein Tabak, in dem. Da könnte ich allein an der Dose schon minutenlang einfach nur schnüffeln, bevor ich überhaupt anfange, den zu rauchen. Also deswegen hatte ich mir auch gleich die Triebtäterpackung gekauft. Weil, ich weiß nicht, also ich glaube, es vergeht kein Tag, wo nicht mindestens eine Pfeife von diesem Tabak irgendwie von mir verköstigt wird, weil ich diesen Geschmack und diesen Geruch sehr, sehr lecker finde. Nur habe ich auch den großen Vorteil, dass meine bessere Hälfte eher auf dem Standpunkt steht, dass die Aromaten, speziell diese Aromaten, die ein naja, sagen wir mal so, ausgeprägtes Vanillearoma enthalten und dementsprechend auch einen Raumduft breit machen, bei ihr überhaupt nicht ankommen. Sie ist eher der Meinung, dass es müffelt, es stinkt und gerade der kalte Rauch ist sehr unangenehm. Es kam also schon des Öfteren vor, dass wenn ich dann mal einen Aromaten, die ich vor einiger Zeit doch mehr oder weniger noch regelmäßig geraucht habe, verköstigt hatte, dass sie dann hier mit einer Febreze-Flasche durch die Gegend gerannt ist und erstmal die Möbel damit eingesprüht hat, damit dieser Geruch so schnell wie möglich wieder verschwindet. Bei Latakia oder Latakia-haltigen Tabaken passiert das nicht. Da steht sie wirklich auf dem Standpunkt, dass das wenigstens nach Tabak riecht. Und vor allen Dingen auch eine gewisse Würze enthält. Gut, vielleicht bin ich da mit einem besonderen Glück gesegnet. Also kann ich im Haus, in meinem Zimmerchen hier, ohne Probleme, völlig ungehemmt und ungeniert, Latakia, Périque, alles rauchen. Nur bitte keine Aromaten, die Vanille enthalten. Okay. Als letzten Kandidaten, ich weiß gar nicht, sind das jetzt 10 oder 11 gewesen, weiß ich nicht, wurde ja bei Google Plus auch schon drüber geschrieben, der Holly's Discovery. Also, da mögen sich ja wirklich die Geister dran scheiden. Also, die Dose, wenn man sie aufmacht, muss ich meiner Frau zustimmen, riecht wie abgebrannter Dachstuhl. Es ist allerdings etwas cremiger. Irgendwie, weiß ich nicht, dieser Tabak weckt in mir Assoziationen, die, keine Ahnung. Es lässt mir einfach das Wasser im Mund zusammenlaufen und ich könnte reinbeißen in diesen Tabak. So lächerlich und wie albern, wie sich das vielleicht auch anhört, aber es ist so. Und ich rauche diesen Tabak extrem gerne. Wirklich extrem gerne. Und wie gesagt, meine Frau hat nichts dagegen. Sie empfindet es als nicht unangenehm. Und ja, dieser Tabak, dieser Holly's Discovery oder Holly's Discovery hat alles andere mehr oder weniger verdrängt. Also es ist wirklich meine Nummer 1 zurzeit, weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Er weckt halt in mir irgendwas, wenn ich allein schon der Geruch, wenn ich ihn rauche, wie auch immer, einfach nur dieses rundum Wohlsein-Gefühl oder Wohlgefühl oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Was manch einer empfindet, wenn er einen wirklich sehr guten Whisky trinkt oder so, so stelle ich mir das was vor. Extraordinary steht drauf. Extraordinary ist er auch im Raumduft, auf jeden Fall. Er ist nicht extraordinär stark oder irgendwie auch streng im Geschmack. Er ist einfach, also ist mittelstark und ich mag ihn einfach. Insofern. Ich weiß nicht, ich habe mal geguckt gehabt, aber ich habe bis jetzt auch noch nichts weiter gefunden bei YouTube über diesen Tabak. Vielleicht mache ich mal ein Review, weil ich habe schon mal vor, diese Videos in loser Folge, nicht jetzt geplant, irgendwie zyklisch, auch mal online zu stellen und schauen wir mal. Gut, das war's schon. Ich wünsche allen auf jeden Fall noch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch, weil dies Jahr werde ich definitiv nichts mehr von mir geben, was irgendwie bewegte Bilder enthält oder beinhaltet. Tschüss.